Historia tego instrumentu w XXI wieku przybrała oto taki kształt, że właśnie w tym roku, w 2011 roku, ogłosiliśmy w końcu międzynarodowy konkurs organ mistrzowski na koncepcję odbudowy tego historycznego instrumentu i do konkursu zgłosiły się naprawdę najwybitniejsze firmy światowe organ mistrzowskie, które robią tego typu prace. No i spośród tych prac wybraliśmy zwycięzcę, koncepcję pana Krystiana Wegscheidera z Drezna, którą tę koncepcję mamy nadzieję realizować. Wir haben hier ein fantastisches Projekt, das wir nun mit unserer Werkstatt übernehmen dürfen. Da ist das Wichtigste, dass wir in der Planung und in der Vorbereitung sehr gut recherchieren. Das historische Material, die Quellen und die historischen Vorbilder dieser Region. Das ist eine für den Orgelbauer zeitaufwendige und komplizierte Lösung, weil er in erster Linie ja Orgelbauer ist und kein Wissenschaftler. Aber als Restaurator und Rekonstrukteur für so ein großartiges Projekt ist es wichtig, dass man sich auch mit den historischen Quellen und den historischen Vorbildern intensiv auseinandersetzt. Dann werden wir eine Zeichnung machen. Das heißt, die Zeichnung, die wir gemacht haben, wird dann verfeinert. Sie wird dem jetzigen Stand angepasst, der sich aus dem Gehäuse ergibt. Die Windladen, die Herzstücken der Orgel, man kann sagen, die sind die Kästen, auf denen dann die Pfeifen sitzen, gleich dem Herzen beim Menschen. Diese Herzstücken werden dann platziert in der Orgel. Dann werden die Trakturen, das sind also die Verbindung von der Taste, von dem Organisten zum Ventil, zur Pfeife, wo dann die Pfeife klingt. Das ist der nächste sensible Teil. Das müssen wir anlegen, zeichnen. Und dann werden die Register gemacht, das heißt die Instrumente, die die Orgel hat, die Mechanik für diese Instrumente, für die einzelnen Register, wird dann angelegt und gezeichnet. Anschließend werden wir die Teile in der Werkstatt bauen. Immer in Abstimmung mit den Restauratoren, die hier vor Ort das Gehäuse machen. Und wenn wir die Teile in Dresden bauen, ist da eine sehr wichtige eine Zusammenarbeit mit den Restauratoren. Die Windladen aus sehr gut abgelagertem Eichenholz, dann haben wir Ahorn und verschiedene andere Hölzer wie Linde, die wir hier einsetzen. Die Teile werden also in der Werkstatt vorproduziert und kommen dann hier nach Danzig in die Trinitatiskirche und werden dann eingebaut. Der Einbau erfolgt Stück für Stück, wobei wir dann wieder Maße nehmen müssen, in Dresden einiges nachbessern und dann, wenn die Windladen liegen, auch die Trakturen mit den entsprechenden Lagerstellen, den Winkeln, den Abstrakten und den Registerzugstangen mit den Achsen hier individuell für diese Sache dann anfertigen. Ein zweiter Punkt ist dann die Lunge der Orgel. Da ist besonders interessant die Platzierung der Blasebälge. Wir haben da im Vorfeld lange diskutiert. Der Raum hinter, also hier hinter, dem Gehäuse, hinter dem Pedalgehäuse, wo jetzt das Nationalmuseum ist, dort waren die Blasebälge ursprünglich. Der Platz steht leider nicht mehr zur Verfügung und wir haben uns dann in Absprache mit der Orgelkommission dahingehend geeinigt, dass über dem Treppenhaus, also genau in der, auf dem Lettner, die Blasebälge angeordnet werden. Es soll auch eine Kalkantenanlage entstehen. Das heißt, es gibt wieder Leute, die dann die Bälge treten können, sodass der Luft, die Luft zu der Orgel ohne Orgelmotor auch in die Orgel geblasen werden kann. Also eine authentische Windversorgung des 17. und frühen 18. Jahrhunderts soll wiederhergestellt werden. Mit großem Kiefernholz und Schafleder werden wir die Bälge beledern. Der nächste und wichtigste Teil ist dann die Herstellung des Pfeifenwerkes. Hier werden wir noch verschiedene Legierungen untersuchen an historisch wertvollen Pfeifen der Danziger Region. Und dann gießen wir in unserer Werkstatt das Metall selber auf den Tischen und werden das ausdünnen.
wie die historischen Vorbilder und dann die Pfeifen alle in unserer Werkstatt bauen. Die Pfeifen werden dann vorintoniert, das heißt, die bekommen alle schon einen Ton, dass sie gut gehen und den Ton, den wir glauben, dass er für diesen Raum hier funktioniert. Dann werden die Pfeifen hierher gebracht und werden hier in der Kirche auf den Windladen für den Raum intoniert. Also mit dem, wie ist die Lautstärke, wie ist die Ansprache, wie ist das Verhältnis von Vokalen und Konsonanten teilen. Also wie klingt die Pfeife? Klingt sie mehr so oder 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 klingt sie mehr so? Also das ist auch dieser Teil des Mundes, ist dann auch die Pfeife, wie sie tönt im Raum. Und das können wir abstimmen, die Proportion untereinander, aber auch das Verhältnis eben mit dem Raum. Und das ist die schwierigste und auch gleichzeitig die schönste Aufgabe. Die Tastaturen, die Klaviaturen, die bauen wir auch selber. Sie sind für den Spieler dann das nächstwichtige Instrument, was er unter seinen Fingern die Töne dann zum Klingen bringen kann. Und da haben wir auch einen Kompass für uns entwickelt, zusammen mit Andrzej Szedejko und der Orgelkommission, dass wir diese drei Manuale auch unterschiedlich in der Zeitfolge dieser Orgel, diesen geschichtlichen Prozess dort sichtbar machen. Das eine ist die oberste Klaviatur, das Brustwerk, das kriegt den alten Kompass, nur die 45 Töne, kurze Oktave. Die zweite Klaviatur ist das Hauptwerk, das hat die sogenannte gebrochene Oktave, da kommen also jetzt die Töne Fis und Gis dazu, als Subsemitonien. Und in der ersten Klaviatur für das Rückpositiv wollen wir den Kompass erweitern, ausschneiden in der Backe. Und dieses Werk soll transponierfähig sein. Das heißt, für die Kantatenmusik hier auf dem Lettner, das ist eine Besonderheit dieser Orgel dann, kann dieses Werk umgestimmt werden auf 415 Hertz. Und dazu ist es wichtig, dass wir dann außer Cis alle Töne zur Verfügung haben. Und das ist dann die untere Klaviatur. Und das ist auch die Geschichte dieser Orgel nachgestaltet. Also erst die ursprüngliche Art von Friese, dann der erste Umbau im 17. Jahrhundert oder frühen 18. Jahrhundert mit den zwei gebrochenen Tönen, Fis und Gis. Und dann die neuzeitliche Interpretation mit der ausgebauten Oktave und der Transposition. Und dadurch wird diese Orgel sowohl diesen historischen Kontext haben und gleichzeitig für die heutige Musizierpraxis der Danziger Kantatenmusik ideal zur Verwendung stehen können.